Hallo und willkommen zu Let's Play Dead Space. Dead Space ist ein Third-Person-Shooter, eben kein Ego-Shooter. Es ist auf jeden Fall mal ein Shooter. Man spielt das Spiel eben nicht aus der Sicht seines Charakters, sondern man schaut dem Helden, unter Anführungszeichen, über die Schulter. Genauer gesagt, über die rechte Schulter. Da man das ganze Spiel über ungefähr so spielt, dass der Charakter auf der linken Seite des Bildschirms ist. Und das sieht nämlich am Anfang ein wenig komisch aus. Deswegen wollte ich das jetzt gleich einmal erwähnen. Gut. Ja, sonst noch was zu Dead Space. Ist eben ein doch relativ brutales Spiel. Nichts für schwache Gemüter. Es werden sehr viele Leichenteile herumfliegen, Pixelblut wird spritzen. Ja, wenn wir schon von Leichenteilen reden, dann natürlich Leichen selber. Auch die, auch wenn man sie nicht zerteilt, nicht unbedingt lecker aussehen, um es jetzt mal so ironisch auszudrücken. Ja, also das Spielsystem ist an sich recht interessant, wenn man das so sagen darf. Das Ziel des Spiels ist es, nicht das Ziel des Spiels, aber das Kampfsystem sieht wie folgend aus. Man schießt den Gegner nicht entweder auf den Kopf oder irgendwie auf ihr Herz oder wohin auch immer. Oder auf den, also nicht auf den Körper, sondern man schneidet ihm die Arme und Beine ab. Eventuell den Kopf, je nachdem. Das sind nämlich sogenannte Nekromorphe und die verrecken eben nur, wenn ihnen ein paar Gliedmassen fehlen. Aber dazu später mehr. Jetzt wollen wir mal direkt anfangen. Ich werde auch das Ganze auf einfach spielen, da ich noch nicht so erfahren bin bei diesem Spiel und da die Steuerung doch etwas kompliziert ist und ich möchte nicht dauernd verrecken. Das wäre langweilig. Also fangen wir direkt mal an. Hier sieht man es gleich nochmal im Intro-Video. So, im Ladebildschirm, Entschuldigung. Isaac, it's me. I wish I could talk to you. I'm sorry. I'm sorry about everything. I wish I could just talk to someone. It's all falling apart here. I can't believe what's happening. It's strange. Such a little thing. Das war Nicole. Wie oft hast du dir das schon angesehen? Freundin, sie scheint dir wirklich zu fehlen. Keine Sorge, wir sind fast da. Und sobald wir an Bord sind, kannst du sicher nach ihr sehen. Wie gesagt, auf der linken Seite eine Menge nachzuholen. Okay, wir sind da. Orbit wird synchronisiert. Der ganze Ärger wegen dem Felsbrocken. Der Abbau von Rohstoffen im All ist ein lukratives Geschäft, Miss Daniels. Glaubt man den Experten, gibt es auf Aegis 7 massig Gold, Kobalt, Silizium, Osmium. Und wo ist sie jetzt? Und hier ist Ada. Wir haben Sichtkontakt. Oder S. Das ist also die Ishimura. Die USG Ishimura. Das größte Abbauschiff seiner Klasse. Und scheinbar waren sie schon fleißig. Das kann man so sagen. Warum ist denn alles dunkel? Man sieht nicht ein einziges Licht. Corporal, bringen Sie uns weiter rein und rufen Sie sie. Passen Sie auf das Trümmerfeld auf. Wir sind hier, um Ihr Schiff zu reparieren. Also wie gesagt, vielleicht hat es wer schon gelesen. USG Ishimura, hier spricht das Notfallteam der USG Kalien. Wir haben hier eine kleine Reparaturmission zu übernehmen. Sie müssen das Signal verstärken wegen des Energieproblems. Ja, das ist ein kleines Energieproblem und Kommunikationsproblem. Noch mehr? Ich habe noch nie von einem kompletten Kommunikationsausfall auf einem der Dinger gehört. Bei 1000 Leuten an Bord müsste doch irgendjemand sein Handy nehmen und... Was ist das? Mein
defektes Array, wie wir erwartet haben. Ich tippe auf ein Problem mit dem Encoder. Bringen Sie uns da runter, dann kümmere ich mich mit Isaac darum. Ich bin nicht länger dauern als 48 Stunden. Technik. Sie haben die Lady gehört. Bringen Sie uns rein. Mal sehen, was wir tun können. Gravitationsstrahl aktiviert. Automatisches Undock-Manöver eingeleitet. Out. Gute Scheiße. Sir, die Undock. Was ist los? Wir sind ab vom Kurs. Wir haben die Hölle. Fahren Sie die Schilde hoch. Ihr Traktorstrahl ist defekt. Schalten Sie sofort auf manuell um. Das sieht scheiße aus. Sofort abbrechen. Nein. Ja. Wir können es reinschaffen. Corporal, das war ein Befehl. Fliege ist zu stark. Haben die Wand gesehen? Ja. Natürlich nur Quatsch. Was? Wir können nicht zu schnell verrecken. Haben Sie sich dabei gedacht, wollten Sie uns alle umbringen? Ich habe soeben Ihren Arsch gerettet, Miss Daniels. Hätten wir das Manöver bei der Distanz abgebrochen, wären wir direkt in die Ishimura gekracht. Kommen Sie also wieder runter und dann an die Arbeit. Corporal, erstatten Sie Bericht. Der Portbooster reagiert nicht. Und wir haben gesamt Kommunikation verloren. Wird eine Weile dauern, das zu reparieren. Organisieren wir uns noch ein paar Helfer im Besatzungsraum. Also, das hier ist jetzt mal unser Anzug. Ja, ganz nettes Teil. Synchronisiere gerade alle Rigs mit dem Schiff. Okay, fertig. Alle sind topfit. Also, wir haben immer noch einen Job zu erledigen. Es geht los. Na gut. Dann mal los. Das hier, was hier auf unserer oder über unserer Wirbelsäule ist, das ist unsere Lebensenergieanzeige. In Dead Space gibt es kein HUD, kein User Interface, kein gar nichts. Alles, was wir brauchen, findet sich entweder auf unserem Anzug oder wird, wie dieses Aufgabe hinzugefügt, einfach in die Umgebung projiziert. Im ganz realistisch hier auch. Ja, das weiß ich schon. Das kannst du dir sparen. Nö. Gut, dann schauen wir uns doch mal um. Tja. Eben die USG. Sie haben nicht die Verbindung zum Portbooster verloren, Sie haben den Portbooster verloren. Ja. Und unser Schiff sieht auch nicht besser aus. Also eben das meinte ich, da auf der linken Seite ist unser Charakter. Und so wird auch gezielt. Ich schätze, hier ist nirgendwo mehr Saft. Isaac, gehen Sie darüber und hacken Sie die Türsteuerung. Jo. Dann lass ihn mal rüber. Das weiß ich auch. Türen öffnen, eben mit G. Dunkler Raum. Das werde nicht. Tja. Dabei kann ich auch gar nichts machen. Abgesehen von Speichern, vielleicht, sobald die mal mit ihrer doofen Szene fertig sind. Oder ich glaube das auch nicht. Dabei kann ich nur Türen öffnen. Mann, bin ich ein toller Techniker. Wahnsinn. Sieht aus, als wären sie ziemlich in Eile gewesen. Hier drin sollte Sicherheitspersonal sein. Ja, sollte, ist aber nicht. Hier ist keine Menschenseele, ich empfange keinerlei Signale. Die Sicherheitskonsole ist noch aktiv. Isaac, loggen Sie sich ein und sehen Sie nach, was Sie finden kann. Kendra, Sie bringen den Aufzug wieder zum Laufen. Jupp. Geht nicht! Wir haben keinen Saft. Also ich dann leiten Sie die verdammte Energie. Ich habe keine solche Probleme. Hören Sie. Wenn wir alle zusammenarbeiten, kommen wir schneller hinter diese Sache. Kommen Sie, Isaac. Wir bringen das Computerdisplay online. Gebong. Wenn ich jetzt mal speichern dürfte, wäre das ja auch nett. Ah ja. Ja, hier gibt es eben ein paar Funktionen. Dead Space ist eben auch ein klein wenig Rollenspiel. Zumindest, also es gibt eine Karte. Weiß nicht, das ist der erste Horror-Shoot, den ich gespielt habe. Deswegen weiß ich nicht, ob das normales auch so ist. Auf jeden Fall, man sieht schon Speicherpunkte, Werkbank, Shop, Luft und Stase. Was ich das alles bringe, gleich noch später. Hier haben wir Aufträge, also ja, alles Mögliche. Die erledigt man sowieso alle im Laufe des Spiels, ich muss die nicht erläutern. Inventar, dazu komme ich auch später. Achso, ja, schon klar. Habe ich nur jetzt gerade etwas verwirrt. Aber egal. Und dann noch den Localizer. Das ist so ein kleiner zielsuchender Strahl, mit dem man leichter seinen Weg findet. Gut, dann werde ich jetzt erstmal speichern. Und
danach verabschiede ich mich jetzt erstmal für kurze Zeit und wir sehen uns dann wieder bei den interessanteren Teilen des Spiels. Bis dann.